Leute, wie geht's euch? Hier ist wieder Tobi von Explore Creativity. Ich habe heute einen neuen Quick-Tipp für euch. Und zwar einer, der noch auf meiner Liste steht, die ich ohnehin noch machen wollte. Deshalb machen wir das jetzt heute endlich mal. Und zwar geht es um das Thema Vignetten. So, jetzt denken vielleicht viele, ja gut, Vignette kann ich in Lightroom erzeugen, kann ich über die Objektivkorrektur erzeugen, kann ich über die Effekte erzeugen. Ja, es gibt super viele Möglichkeiten, eine Vignette zu erzeugen. Aber die ich euch heute zeige, hat den Vorteil, dass ihr die Dunkelheit außen und die Helligkeit innen getrennt voneinander steuern könnt. Das geht erstaunlich einfach. Und zwar über die Gradationskurven in Photoshop. Und das werden wir jetzt mal machen. Ich habe mir hier ein Bild genommen, was später auf jeden Fall eine Vignette bekommen wird. Das Bild ist jetzt auch unbearbeitet. Das werde ich halt irgendwann im Laufe der nächsten Tage mal komplett bearbeiten. Aber es eignet sich deshalb sehr gut, um euch den Effekt zu zeigen. So, ich habe also hier meine Arbeitskopie-Ebene, auf der ich immer arbeite. Und um jetzt die Vignette anzulegen, nehme ich mir zuerst mal hier eine Gradationskurvenkorrektur. So, und jetzt ziehe ich die genau in diesem mittleren Bereich auf dieser mittleren vertikalen Linie nach unten. Und zwar so weit, wie ich die Dunkelheit an den Rändern haben möchte. Wir können das hinterher auch noch korrigieren, deshalb ist es nicht so wichtig, sich jetzt hier auf einen Wert festzulegen. Meistens ist es aber so, dass ich immer erstmal so auf den Wert 100 gehe bei der Ausgabe. Seht ihr hier. Und das ist dann jetzt meine Außendunkelheit. So. Um das jetzt ein bisschen besser kontrollieren zu können, zoome ich mal ein Stückchen raus. Jetzt nehme ich mir den Pinsel über die Taste B. Mach den etwas größer und wichtig ist dabei, Härte 0%, also eine ganz weiche Kante zu haben. Mach den halt schön groß und nehme Schwarz als Vordergrundfarbe. Schwarz und Weiß könnt ihr tauschen über die Taste X. Falls ihr da andere Farben haben solltet, drückt ihr einmal die Taste D, dann habt ihr wieder Schwarz und Weiß. Also schwarze Farbe, wichtig, damit wir nämlich hier auf der Maske jetzt was ausmaskieren können. Und jetzt nehme ich mit diesem weich schwarzen Pinsel hier diesen Mittelteil raus, weil den möchte ich natürlich nicht abdunkeln. Wir sehen das jetzt auch hier in der Maske, wenn wir uns die Maske mal einblenden, sieht das jetzt ungefähr so aus, aber eben mit einer sehr schönen weichen Kante. So, wenn wir das mal an- und ausmachen, sieht man jetzt schon, Vignette, sehr schön. An sich schon eine sehr schöne Vignette, aber das Wichtige kommt jetzt erstmal. Wir nehmen uns jetzt wieder diese Gradationskurvenebene, drücken Command J oder Steuerung J auf Windows, um diese Ebene zu duplizieren. Achten jetzt darauf, dass wir auf der duplizierten Ebene die Maske ausgewählt haben. Drücken jetzt Command und I, um diese Maske zu invertieren. Und jetzt können wir nämlich auf dieser zweiten Maske, auf dieser zweiten Gradationskurve, hier den Bereich wieder höher ziehen, vielleicht sogar ein bisschen heller machen, vielleicht mal so auf 140. Und wenn wir jetzt das an- und ausmachen, sehen wir, jetzt haben wir die Mitte aufgehellt. Das heißt, wir haben hier unten die Randdunkelheit und hier oben haben wir die Helligkeit in der Mitte. Wir können uns das jetzt mal zusammenfassen in eine Gruppe mit Command G. Und wenn wir jetzt die Gruppe ein- und ausblenden, sehen wir hier diesen Vignetteneffekt. Das hat jetzt wirklich zwei elementare Vorteile. Und zwar einmal können wir eben über die Maske die Form der Vignette beliebig verändern mit einem schwarzen oder weißen Pinsel. Das ist ganz wichtig, wenn wir zum Beispiel an den Rändern bildwichtige Elemente haben, die ansonsten bei einer Vignette immer mit betroffen werden würden und immer abgedunkelt werden würden, wir das aber hier nicht wollen, dann wird dieser Bereich halt einfach nicht maskiert oder er wird eben wieder ausmaskiert. Wir können also gezielt einzelne Bereiche von der Vignette ausnehmen oder hinzufügen. Und der andere Vorteil ist eben, dass wir die Randdunkelheit und die Helligkeit in der Mitte unabhängig voneinander bearbeiten können. Ich kann also hier jetzt wieder auf die Randdunkelheit auf die Einstellungskurve gehen. Ich kann das Ganze noch dunkler machen. So zum Beispiel. Ich kann hier wieder auf die Helligkeit gehen. Ich kann das in der Mitte dann auch wieder dunkler machen. Ich kann es in der Mitte noch beliebig heller machen. Ihr seht also, ihr habt die volle Kontrolle über diese Vignette in allen Aspekten, in Form und in Helligkeit. Und das ist ein super, super guter Weg, um eine Vignette wirklich genau da zu erzeugen, wo wir sie brauchen und genauer an bestimmten Stellen nicht zu erzeugen, wo wir sie vielleicht nicht haben wollen, wo aber alle anderen Tools automatisch abdunkeln würden, weil die einfach nur einen runden Kreis in der Mitte benutzen, um den entsprechenden Bereich außenrum abzudunkeln. Und wenn wir uns jetzt eben die Gruppe ein- und ausblenden, kann man damit den kompletten Vignetteneffekt an- und ausschalten.
Und das ist meine Vignette. Das ist die Methode, mit der ich meine Vignetten immer erzeuge, bei allen meinen Bildern, egal ob Architektur, ob Food, ob irgendwas anderes, völlig egal. Das ist die Methode, die meiner Meinung nach am besten ist. Eben, weil ihr die maximale Kontrolle habt und natürlich, weil wir den ganzen Kram im Zweifelsfall auch einfach einzeln wieder deaktivieren können. Ich kann jetzt sagen, gut, in der Mitte die Helligkeit ist mir wurscht, mache ich das Ganze wieder aus, habe ich in der Mitte keine Helligkeit mehr, ich kann die Masken nachträglich bearbeiten. Besser geht's nicht. Also, schneller Quick-Tipp für heute. Coole Vignetten erzeugen. Ich hoffe, ich habe euch was beigebracht. Und meine Aktion läuft natürlich noch, wenn ihr Fragen habt zu Techniken in Photoshop, zu einzelnen Tools in Photoshop, was auch immer, schreibt mir diese Fragen in die Kommentare oder auf Facebook oder per Mail, wie auch immer. Ich sammle die. Ich habe auch schon ein paar gesammelt. Ich habe die nicht vergessen, die ich von euch bekommen habe. Keine Sorge. Ich möchte aber erst ein paar sammeln, um dann am besten entscheiden zu können, welche davon sich jetzt am ehesten lohnt für so ein kurzes Video und wie man das am besten umsammelt, da möchte ich erst ein bisschen Auswahl haben. Deshalb schickt mir ruhig weiter Fragen, ich vergesse sie nicht, ich speichere mir die alle ab, versprochen. Und früher oder später werden die auch alle mal drankommen. Das war jetzt noch eine Sache, die ich ohnehin noch auf meiner Liste hatte. Und in dem Sinne würde ich sagen, wir sehen uns, bis bald, haut rein!